Dunkles Weißbier, da gibt es auch was von Wildbräu. Genau, und das kommt jetzt, wenn ihr dran bleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht mal wieder um Weißbier und zwar eins von der dunklen Sorte. Und das kommt aus meiner Brauerei-Entdeckung 2020 von Wildbräu aus Grafing bei München. Und das dunkle Weißbier kommt mit 5,1 Volumenprozent Alkohol an den Start, 12,5 Plato. Hallertauer Perle war der verwendete Hopfen, der ist vom Weißbier nicht ganz so wichtig. Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe, ja, das wissen wir. Es ist ein bayerisches Weißbier. Lagerung 2 Wochen bei 4 Grad, davor eine Hauptgärung bei 23 Grad für 5 Tage. Da steht ja alles drauf, was man wissen muss. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das auch mal im Glas an. Da ist ja wichtig, laut Homepage hat es auch 11 Bittereinheiten und es wurde die urweiße Hefe aus Grafing verwendet. Also ein eigener Hefestamm offensichtlich für Weißbierhefe. Das kann nie schaden, um sein eigenes Profil bei Weißbieren nochmal hinzubekommen. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, was da dunkel seinen Weg ins Glas findet. Und ich werde mich hier fleißigst bemühen, aber das muss ich gar nicht so sehr. Das läuft ja schon sehr, sehr gut. Also entweder habe ich mich da jetzt heute sehr zurückgehalten, wenig Hefe noch ein bisschen drin, aber nicht so ganz so intensive Schaumkrone hier auf dem Weißbier, dafür eine schön trübe, dunkle Bernsteinfarbe, recht intensive Kohlensäure, wie gesagt, etwas beiger Schaum oben drauf, dessen Intensität ich jetzt eher meinem Geschick ein bisschen zuschiebe, aber ich habe es einfach wahrscheinlich vorhin ein bisschen zu sachte gemacht, aber ja, ist ein das kleinere, ausgefallene Schaumkrone. Hui, da geht es dann karamellig-brotig mit ein bisschen Hefe zu. Oh, ihr seht hier schon, ihr seht, was hier Kohlensäure hochsteigt. Also da ist richtig was los im Glas. In diesem Sinne, cheers. Was erstmal auffällt, es geht mit der schönen Hefenote los. Man hat so einen richtig schönen, kräftigen, hefigen Geschmack. Dunkles Malz, ohne dass man jetzt irgendwelche Röstmalz-Aromen abrutscht. Bisschen fruchtig, bisschen Banane, ein bisschen Beere lustigerweise. Habe ich auch noch selten gehabt. Eine schöne, angenehme, leichte Süße, die ganz klar übers Malz kommt, so ein bisschen karamellig auch an den Start geht. Dezente Säure mit dabei. Trägt so ein bisschen zum erfrischenden Charakter bei. Weizenmalz, sehr angenehm, harmoniert auch mit den dunklen Malzen sehr schön, gibt dem Ganzen auch ein bisschen so einen weichen Körper. Leichte Bittere auch, also diese 10 Bittereinheiten, die gesagt worden sind. Ja, aber es ist dann doch sehr präsent, diese Bittere, zumindest an gewissen Teilen dieses Bieres, ohne dass jetzt das Weißbier bitter wird, aber man merkt schon, da ist tatsächlich auch ein Bitterhopfen verwendet worden. Hat einen schönen, angenehmen, mittleren Körper, schöne, lebhafte Kohlensäure, cremige Textur, alles, was zum Weißbier dazugehört. Und hinten raus schöne, dezente Säure, leichte Süße, bisschen Fruchtigkeit, bisschen Weizen noch mit dabei, dunkles Malz, alles hinten im Nachtrunk, leichte Bittere. Was willst du mehr? Deshalb gibt es für das dunkle Weißbier aus dem Wildbräu Grafing bei München von Probiert TV gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für das dunkle Weißbier, eine Weißbier-Spezialität aus Bayern. Und wenn ihr andere Biere von Wildbräu Grafing kennt, dann schreibt mir doch einfach mal, was ich noch nicht verkostet habe, was ich noch mal verkosten soll.
gibt da ja noch das ein oder andere zu probieren und bin sehr gespannt, ob da ein Tipp dabei ist, den ich euch erfüllen kann. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid, welches Bier es dann auch immer geben mag. Ich sage danke schon jetzt fürs Zuschauen. Bis dann, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.